bin Lars Eidinger bei Dislike. Ich wollte eigentlich zu Like, ich bin hier bei Dislike gelandet. Eustochium. Alright. Wenn Lars Eidinger nur mit entblößtem Schwanz auf der Theaterbühne zu haben ist, werde ich Aufführungen meiden, in denen er auf dem Programmzettel steht. Dieser Exhibitionismus stößt mich ab. Ich muss einmal sagen, ich meine, ich habe keinen großen Schwanz. Ja. Ich habe einen kleinen, schönen Schwanz, das ist eher so ein bisschen so Bonsai. Aber auf der Bühne ist er wirklich sehr klein. Ja. Und das würde ich fast gerne immer dazu sagen, weil ich gucke dann so runter und denke so, das gibt's doch nicht. Außerdem habe ich einen Blutpenis. Also der wird im erregierten Zustand so groß, dass ich schon auch oft ohnmächtig geworden bin und überlegt habe, ob ich ihn verkleinern lasse, weil ich so Probleme beim Rücken habe. Das heißt Pumpkin Patch. Ich kann Lars Eidinger ohne Würstchen leider nicht ernst nehmen. Ja, das Würstchen, für alle, die es nicht wissen, ich habe mir in einer Inszenierung von Ivo van Hove im Theater ein Würstchen in den Arsch gesteckt. Ich kann nur jedem sagen, wenn man Wiener hat, muss man es ziemlich am Anfang nehmen, sonst bricht es sofort ab. Beim Knacker ist es viel leichter. Bockwurst würde ich keinem empfehlen. Ilse Schreibfaul, das ist gut. Immer wenn ich Lars Eidinger in Interviews sehe, erwartet etwas in mir, dass er gleich anfängt zu weinen. Wieso schaut er immer so traurig? Wenn man nicht weiß, was man spielen soll, dann kann man immer weinen. Wenn man es kann, dann sollte man immer aufs Weinen zurückgreifen, weil es ist irgendwie irre. Ne? Also so echte Tränen sind relativ überzeugend. Das ist wie eine Erektion. So, da kann man keinem was vormachen. Glücksgurke. Wie zum Geier kann er an sich eine Wurst in den Hintern schieben. Ist er schwul oder objektophil? Ja, ich kenne tatsächlich einen Schauspieler, der ist Pan-Erotiker. Das ist doch total toll. Ich meine, ich zum Beispiel bin straight, ja, und ich denke immer, Mann, wäre es schön, wenn ich wenigstens bisexuell wäre. Dann steht man im Club und es gibt einfach alle Optionen. Also wenn ich objektophil wäre, das wäre doch wirklich der Himmel auf Erden. Dann käme hier alles in Frage. Ich könnte mir hier echt so die Stative in den Arsch schieben. Nager Nils. Selten so einen Scheiß gesehen. Dafür gebe ich Geld aus. Die Scheißgebühren im Monat. So ein Schrott. Echt jetzt, ey. Scheißtyp, echt kacke. 3 Ausrufezeichen. Da wünscht man sich das Dschungelcamp zurück. Ich meine, im Grunde macht man ja den Beruf, um geliebt zu werden. Jetzt könnte man denken, man leidet an Gefallsucht, ja, oder man will auf Teufel komm raus den Leuten gefallen. Aber die Kunst ist ja eher, den Zuschauer zu verführen, auch über gewisse Grenzen des Geschmacks hinwegzugehen. Also es ist wie, wenn man es mit Sex vergleicht, wenn man an dem Punkt ist, wo es nichts Geileres gibt, als den anderen anzukacken. Ja, das ist ja dann auch so, das passiert ja meistens in beiderseitigem Einverständnis. Ja, am nächsten Morgen wacht man auf und ärgert sich, dass man jetzt die ganze Bettwäsche waschen muss und so. Aber in dem Moment ist es das einzig Richtige. Und das ist eigentlich, so verstehe ich meinen Beruf, die Leute an den Punkt zu bringen, wo wir uns gegenseitig ankacken können. Josh Obama. Mit seiner Halbglatze sieht er aus wie ein Mönch. Ja, ist schrecklich. Da hilft es auch nicht, sich eine coole Frisur zu schneiden. Also ich wusste, dass es kommt, aber ihr habt es ein bisschen nach hinten geschiebt. Das ist natürlich meine Achillesferse, das gebe ich zu. Ich meine, wer freut sich darüber, seine Haare ausfallen? Den müsst ihr mir mal zeigen. Ist scheiße. Aber es war auch von Anfang an festgelegt in meiner Genetik. Irgendwann mit 20 geht's los, super peinlich. Erst war es ein Wirbel, jetzt ist es ein Taifun. 54 Bucks. Ihr denkt, ich hätte Lars Eidinger nur geliked, weil der bei @neomagazin war. So ein Quatsch. Kannte den schon. Da war der doch underground. Das finde ich gut. Es ist so ein bisschen wie KIZ. Ich habe schon Trains gesprüht, da habt ihr noch Züge gemalt. Oder was ist denn underground, sagt Jamie T. Für mich ist das nur die U-Bahn in London. Ich komme wirklich aus dem Ghetto. Ich komme aus Marienfelde. Da muss man mal hinfahren. Ich kann schon von mir behaupten, dass ich von ganz unten komme. Das war Dislike mit Lars Eidinger. Ja, ich hoffe, ihr habt mich trotzdem noch lieb. Dislike mich am Arsch. Für mehr Videos hier klicken und zum Abonnieren hier klicken. Hier. Und zum Liken hier klicken. Und zum Liebhaben hier drücken.